Jetzt. Hallo und willkommen zu unserem nächsten Part. Wir haben das letzte Mal das Puffland da besiegt, beziehungsweise das Mädchen. Und jetzt begeben wir uns zum Red Minotaur im Flusswald. Nee, Flusstal. Na dann, starten wir mal. Und wieder mal ist mein kleiner Cousin Mystery Hendrik dabei. Hallo. Ja. So, wir haben das letzte Mal Sachen bekommen, jetzt können wir mal gucken, ob wir Sachen verbessern können. Klingen kreuzen. Ah. Jetzt können wir dann von Natur aus die 6 Klingen rausholen. Das ist schon mal gut. So, wir haben auch ein neues Spiel. Familienschwert. Was ist Schwert? Na egal. Haben wir irgendwelche? Ja, wir haben. So. Legen wir eine Rüstung an, nehmen wir uns einen Markt und wofür auch immer eine Haarnadel. So. Brauchen wir noch irgendwas? Nö. Ich weiß nicht. So, dann wollen wir jetzt mal angreifen. Oh, wie ich sehe, haben wir viele Gegner und ein paar Einheiten, die uns helfen. Na dann, let's go! Ja. Jetzt habe ich vielleicht Zeit, was zu sagen. Was denn? Irgendwas. Du hast ja gesagt, bist nicht für Gespräche. Also wollte ich auch mit dabei sein. Genau. Finte im Flusstal. Hui. Was? Red Minotaur, wir wollen den alten Herrn doch nicht warten lassen, oder? Buhahaha. Sterbt durch meine Hand, ihr Narren. Oh, Kriegstrommeln. Pass bloß auf, ich komme dich holen. Ah, Yukimura. Am besten mache ich mich an die Arbeit. Ah, das war Sasuke Sagutobi, ein Ninja. Okay, es wird ja alles mit einer ganz gewöhnlichen Kamera aufgenommen. Und wir sitzen hier auf einem Bett. Ja. Mit Sitzgelegenheiten ist es hier sehr mau. Ach ja. Ihr seid doch nichts. So, und jetzt wollen wir mal gleich unsere neue Technik ausprobieren. Oh. Wir sind hier in Zero the Darkness Zimmer. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, das ist hier oben beim Dachboden. Ja. Zu viel Infos brauchen sie auch nicht. Oh. Ja. Yeah. Ach, die haben doch alle keine Chance. Die mit diesen Kreisen, mit diesem gelben Dings da drin, sind paralysiert? Genau. Die sind verwirrt, paralysiert und ja, können sich dann kaum bewegen. Hui, ein Garten, guck mal. Mir macht das Spaß und dir? Ach ja, noch eine kurze Nebeninfo. Yukimura und Date sind Erzrivalen. Also, wenn die sich treffen, fliegen immer die Fetzen. Beide haben total viel Spaß daran. Das ist lustig. Erz, Rivale, Erz, Feind. Wir können nicht mehr lange aufhalten, Herr. Und generell Erz und Erzbischof und Erzherzog. Und sonstige Erze. Alles mit Erz. Hat das was mit Erz zu tun? Das kann ich dir nicht sagen. Das müsste man nachgucken. Also was ich ja immer bei den japanischen Schlachten lustig finde, ist, da haben die alle Farben. Wir dürfen noch nicht sterben. Oh. Oh, da hinten. Der Kampf hat Kraft gewonnen. Haltet ihn auf jeden Fall mir im Press auf. Nein! Ihr dürft nicht sterben. Ihr seid meine eine. Juhu, Skorpion! Zurückziehen, zurückziehen!
Was kann ich jetzt noch fahren? Wir haben gerade 12.55 Uhr. Unglaublich. Ist eure Kraft unerschöpft? Ein Krieger erlebt für seinen Tod. Yukimura! Ich denke mal, da läuft jemand durch. Ja, bereite dich auf den Kampf vor. Scorpion. Nur zu, mit dir werde ich schon fertig. Yukimura! Nein, meine verbündeten Einheiten sind gefallen. Wir bekommen eine neue Chance. Rückzug. Gleich stirbst du, alter Soldat. Ja, bist du. Alberner Soldat. Ah, alberner. Naja, als ich glaube, die sind gleich. Warum so nervös? Entspann dich. Ah, da mache ich das mit. Ja. Oh. So, das ist unsere neue Technik. Was? Du wirst die Skorpion-Einheit angreifen? Ja. Normal. Nein! Mann! Hör doch mal auf! Hör doch mal auf! Nerv mich nicht! Es gibt keine Verstärkung. Unser Schicksal wurde entschieden. Wir können sie nämlich nicht mehr aufhalten. Ja. Oh. Ah, da haben wir eine schöne Box. Ja, ja. Nervst. Ah, wir werden vernichtet. Ja, schön für euch. Ich würde euch ja jetzt gerne helfen, aber er nervt mich ein bisschen. Ihr nervt auch. Meine Güte, warum habe ich so schlechte Einheiten? Kein Wunder, dass sie die ganze Zeit nichts machen. Seit Start dieses Parts sind schon etwa 6,5 Minuten vergangen. Okay, jetzt bin ich allein. Yukimura! Ich bin noch nicht tot. Ja. Nein, 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 nein! Dein Kopf, mein Speer, auf geht's. 115 Leute getötet. Ja, ich lebe noch. Wie kann ich meinen Herrn nach dieser Demütigung unter die Augen treten? Oh, jetzt kann mich jeder töten. Setz dich nach Südamerika ab. Ja. Nein, was soll das jetzt? Ah, das Tor ist offen. Und jetzt? Was? Hier sind Gegner? Das muss ich meinem Meister melden. Die Boten sind aufgebrochen. Hol die Botentruppen ein und besiege sie. Besiegen sie sie. Ja. Das ist komisch, die siezen uns. Wir sind in Gefahr. Ja, egal. Das interessiert mich gerade nicht. Ihr seid eh nur Untertruppen. Ich bräuchte ein Pferd. Ich hätte doch von der anderen Seite angreifen sollen. Oh, Ninja. Ja, interessiert mich nicht. Nervt mich nicht. Die sind ja nicht gerade gut. Für die gute Sache. Oh, Maraki. Ich
habe noch ein paar Tricks auf Lager. Sasuke! Oh oh. Liebe. Gehen wir mal gleich auf Power. Nein! So sterben. Nein! Meine Güte. Mist! Eure Strategie ist minderwertig, meine nicht. Du bist gut. Okay, wir verschwinden hier erstmal. Mist. Blöde Boden. Das war so nicht geplant. Mehr als 150 getötet hier. Juhu. Das ist die Gelegenheit. Los! Du musst mich wohl anstrengen. Oh nein, nein, da will ich auch nicht hin. Wo denn dann? Ah, egal, dann mach ich die doch erstmal kaputt. Noch mehr Schätze. Eure Kraft ist unermesslich. Natürlich. Ich bin ja auch ein Drache. Bam. Ah, ich liebe diesen Angriff. Thunder. Bam! Also ich möchte nicht von so einem Blitz getroffen werden. Sieht schmerzhaft aus. Kann sein. Kämpfe nicht liegen. Schäm dich. Wieder. Juhu. Hast du den Typen mit der Lanze gesehen? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, das sind im Shogi diese Lanzentypen, die nur geradeaus laufen können. Können die hier auch mal geradeaus laufen? Die laufen mal direkt auf den Feind zu, also würde ich sagen, ja. Wir dürfen nicht verlieren. Nein. Mann. Mann, das ist ein schlechter Schütze. Oh nein, nein, nein! Kommen die erstmal mit Pferden an. Im Shogi laufen die aber auch nicht genau auf den Feind zu, sondern nur geradeaus. Ja. Laufen die hier immer in die gleiche Richtung? Irgendwie schon. Boah, der Kunde hat aber ein riesiges Schwert. Juhu, noch mehr Schatz. Wow. Das ist nicht gut. Komm spielen. Sie sind da. Auf geht's, Leute. Worauf wartet ihr denn noch? Stürmen! Ah, ein Leutnant. Und noch einer. Das ist eine Leutnant-Party. Mal gucken, ob ich es schaffe, auf 200 auch schade. Okay, hat sich erledigt. Ich wollte auf 200 Treffer kommen, aber das hat sich erledigt.
Gut, vielleicht schaffst du es hier diesmal. Ah, das habe ich mehr. Noch etwa eine halbe Minute, dann sollte dieser Part zu Ende sein. Okay. Also das heißt, wenn du das nächste Mal eine Pause einlegen kannst, solltest du das machen. Ja. Gar nicht schlecht. Ja, danke. Bereitet euch auf den Kampf mit dem gefürchteten Red Minotaur vor. Heute ist nicht dein Glückstag, was? Red Minotaur. Mich kannst du nicht bändigen. Ja, ich glaube, das wäre auch ein bisschen blöd, wenn du. Jetzt machen wir einen Cut. Den Red Minotaurer besiegen wir im nächsten Part. Tschö. Sag auch nochmal Tschüss. Tschüss.